Ja, hallo liebe YouTuber. Das ist mein zweiter Anlauf, weil das erste Video war nicht so gut. Ja. Okay, also ich werde heute ein Unboxing-Video machen, beziehungsweise ich werde euch zeigen über den Apple Touch GE. Werde ich ein Unboxing machen und ich werde euch zeigen den Packungsinhalt und ein bisschen Zubehör. Ja. Wenn ihr euren iPod beim Apple Store bestellt im Internet, dann bekommt ihr so ein Päckchen von UPS geliefert und ja, das werde ich jetzt mal auspacken, werde ich euch jetzt mal so ein bisschen zeigen. Also erstmal klappt es so auf. Ja, dann das ist mal unwichtig, das ist, weil dazu möchte ich nur sagen, ich habe mein iPod Touch schon gekauft vor 3 Wochen, deshalb der ist schon ausgepackt. Ich werde euch jetzt mit dem Packen halt zeigen und ja, das dann halt hier, ich habe mir jetzt mal alles einfach aufgehoben, dass dieses Ding, was da drüber war, oder dieses Weiße hier, was über ein iPod Touch welche Verpackung ist. Ja, also ich habe mir den iPod Touch mit so einer Geschenkverpackung bestellt. Die kostet dann im Apple Store 10 Euro, glaube ich, grob. Und ja, hier kann man was reinschreiben, wenn man den iPod Touch verschenken möchte. Ich habe nichts reingeschrieben, ich habe einfach so bestellt. Ich fand das so cool mit diesem Silbernen hier mit dem Apple-Zeichen, mit der Schleife, fand ich irgendwie cool. Deswegen, ja. Hier sieht man die, kann man reinschreiben, dann ist das Band. Und wenn man dann die Verpackung so aufmacht, dann erscheint halt darunter der iPod Touch. Ja, das können wir mitmachen. Hier, das erscheint dann, der iPod, die Verpackung bzw. ja, das war auch ein Ding, wo der iPod Touch drauf ist, dieses Plastikteil. Und hier ist ein iPod drin, hier in der Seite steht iPod Touch. Hier ist das Apple Logo, hier auch nochmal iPod Touch. Und hier sind noch ein paar Produktinformationen. Ja, hier hinten seht ihr dann eure GB-Zahl, also eure Gigabyte-Zahl. Ich habe 32 GB. Und ja. Wenn ihr dann die Verpackung, müsst ihr hier noch so ein Teil abziehen, hier, so ein kleiner Clip. Und dann öffnet sich die Verpackung ganz einfach so. Dann kommt der iPod zum Vorschein. Der ist dann, ich demonstriere es mal kurz so drauf auf diesen Teil. Dann zieht man auch so ein Teil hier hinten ab. Und ja, dann kann man auch schon iPod gleich loslegen. Ja, was noch vorhanden ist, jetzt hole ich mal die Sachen gerade her. Einmal ein Verbindungskabel und ein Aufladekabel. Hier für den iPod. Hier. Das und dann noch. Das kann auch erstmal weg. Die normalen Apple-Kopfhörer. Ohne Mikrofon und vorwärts und rückwärts. Knoten wir die mal ein bisschen. Hier ist halt einfach nur dieses Teil und kein weiter zurück, lauter leiser Knopf und kein Mikro. Das Mikro braucht man aber auch nicht, weil man hat ja bei iPod Touch bei der Kamera, bei der neuen jetzt. Ja, das war es soweit zu dem Inhalt des iPod Touch, genau, das wollte ich noch sagen, da ist noch eine Kurzbeschreibung drin. Da steht halt einfach drin, wie das geht, wie man iPod startet, wenn man den noch nie gehabt hat, dass man ihn am PC anschließen muss, dass man halt iTunes runterladen muss und ja, in verschiedenen Sprachen in Spanien und dann sind noch einmal, das kann ich zeigen gerade, so Mini Apple Sticker. So, hier sieht man das jetzt? Nein, sieht man nicht. Da war ich gerade. Hier, so kleine Apple Sticker. Ja. Das können wir auch mal wegpacken jetzt. Das ist jetzt ganz unwichtig. Das war es halt soweit von dem Auspacken. Ja, kommen wir zurück. Diesen Kram mit dem Papierschein. Ich stelle das weg. So, das kann auch weg. So, jetzt möchte ich noch ein bisschen zum Zubehör kommen, was es so für den neuen iPod Touch gibt. Ja, da habe ich einmal einen Adapter zum Laden von dem iPod Touch, damit man nicht immer einen PC anschließen muss, ist eigentlich ganz praktisch. Steckt man es da rein und dann
Die Steckdose von Hammer. Kann man nicht lesen, aber ist von Hammer. Ja, das war eines der Zubehör, die ich mir gekauft habe. Dann habe ich mir noch diese Socken gekauft. Das ist eine davon. Die anderen habe ich jetzt gerade weggepackt. Ja, in Orange habe ich mir ausprobiert. Das fand ich am besten eigentlich. Und Grün fand ich gut. Hier ist Apple-Zeichen und hier so iPod. Spielverkehr, naja. Und dann habe ich gestern mir noch eine Silikonhülle gekauft, beziehungsweise zwei Cases, einmal in Schwarz und einmal in Weiß. Die waren beide dabei für 15 Euro beim Mediamarkt. Fand ich ganz gut, habe mich für die Schwarze entschieden, die fand ich besser, die ist auch irgendwie, die fühlt sich so ein bisschen besser an als die Weiße, die fühlt sich hier hinten nicht so, das merkt man hier mehr, dass die so geriffelt ist. Ja, das war so das Zubehör vom iPod Touch. Dann, wie man hier auch sehen kann, will ich nochmal kurz auf das Case eingehen. Die Kameraaufsparung ist gut. Kann man gut erreichen. Kamera, Mikrofon, alles frei. Hier die Laut- und Leiser-Tasten. Klappen auch gut. Kann ich gerade mal zeigen. Und ja, lauter, leiser. Klappt alles echt gut. Dann der Home, die Home. Also der Home-Button ist auch noch bedeckt. Multitasking klappt auch wunderbar, zum Beispiel. Oder wieder zurückspringen. Klappt gut. Dann der Sleep-Wake-Button hier ist auch gut. Klappt auch wunderbar. Und hier noch dann die Anschlüsse. Einmal 3,5 mm Klinkenanschluss. Der Dock, also der Pin-Connector und hier noch die Lautsprecher. Alles frei. Aber das ist durchgehend hier. Ja, da könnt ihr euch auch meine Videos angucken. Dann, ja, das war's heute von meiner Seite. Eins möchte ich noch sagen, und zwar, ich habe mir jetzt auch ein Stativ besorgt. Deswegen könnt ihr auch, ja, mit beiden Händen die Reviews machen. Ja, die Bildqualität ist immer noch die gleiche, so in der Art. Ein bisschen weniger Rauschen vielleicht. Aber sonst ist es noch die gleiche leider. Ja, bewertet es, kommentiert es über einen Daumen hoch, würde ich mich echt freuen. Und die nächsten Videos werden folgen über Apps und ja, ich werde noch ein Kameratest mal einfach Touch machen und so weiter. Wenn ihr welche wollt, also wenn ihr Fragen habt an Tutorials, welche Ideen sehen möchtet, könnt ihr auch gerne unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr sehen wollt. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal, der Player 94. Ciao.